Jo, was geht ab, Leute? Euer Dance Moto wieder am Start für euch. Und ihr wisst, in letzter Zeit rede ich sehr viel übers Campen. Deswegen bereite ich jetzt mein Motorrad vor und werde mit dem Motorrad in der Eifel campen gehen. Und zwar nicht alleine, sondern mit drei anderen Motovloggern hier in Deutschland werde ich dorthin gehen und ein mega geiles Projekt für euch auf die Beine stellen. Ne? Wenn ihr mehr von diesem Projekt wissen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, damit ihr erfahren könnt, was wir eigentlich auf die Beine stellen werden, nur für euch. Und bis dahin, Leute, haut rein. Ich muss jetzt meine Sachen packen und wir sehen uns wahrscheinlich dann in Frechen. Und bis dahin, Leute, haut rein. Ciao. So Leute, wenn ihr euch wundert, warum ich hier eigentlich im Regen stehe, dann liegt es daran, weil ich mit Maso Flaschenkost und Coastwriter unterwegs bin. Wir sind jetzt hier gerade in Frechen und haben eine geile Campingtour am Start. Wir fahren jetzt gleich weiter, so eine Stunde. Ich bin gerade mit Maso hierher gefahren. Das waren so 2,5-3 Stunden Fahrt. Kompletter Regen. Ne? Ich habe mir mit 140 km/h durch die, ja, über die Autobahn geballert. Und jetzt sind wir endlich hier. Wie ihr sehen könnt, sind die Jungs am Start. Maso, Flaschenkost, Coast Rider, alle am Stüssel mit den geilsten Motorrädern. Und wir haben jetzt was Großes vor. Bevor wir weitergehen, gehen wir jetzt erstmal da rein und essen was für unser Bauch. Lüge! Wie, wir gehen da nicht rein? Nein, wir gehen da nicht rein. Alter, wir müssen im dunklen Zelt aufbauen. Also wir gehen da anscheinend nicht rein. Ich muss pissen wie ein kanadischer Elchotter. Ja? Ah! Okay, auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns gleich. Bis dann. Also Leute, wir sind jetzt hier. Jeder ist hier schon ready. Ich bin jetzt mit Maso und Flaschenkost connected. Ihr könnt mal sehen, was wir hier alles drauf haben. Unser ganzes Gepäck. Das wird richtig geil. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen, dass wir rechtzeitig zum Campingplatz kommen, sodass wir das nicht im Dunkeln aufbauen müssen, unsere Zelte. Also da ist angeblich Haus Nummer 55. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir müssen jetzt in diesen Busch reinfahren. Also hier, jetzt rechts rein. Da ist ein Campingplatz, rechts. Lass mich kurz einbiegen. So, hier ist jetzt der Campingplatz. Ja, hier ist jetzt der Campingplatz. Alter, du weißt, also es gibt... Okay, und jetzt? Pass auf, schalt! Okay, was jetzt? Anmeldung ist rechts. Ja, aber ich lasse die Halle bestimmt nicht hier stehen, während wir woanders testen. Natürlich nicht. Just for the protocol, you know? Willst du noch vorbei oder was machst du? Ja, warte. Das hält niemals, oder? Doch, doch, lass ruhig. Achtung, nicht was. Will ich fast, fast. Ja, bei mir ist es auch irgendwo unten in der Tasche. Ist mega. Der ganze Schmodder, Alter. Jo. Ja, da sind wir angekommen, ne? Also Leute, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz. Ja, bitte weiter für uns alle, kommen weiter. Wir müssen jetzt noch zur Anmeldung. Aber wäre cool, wenn du nicht schreist. Wir müssen jetzt gleich zur Anmeldung uns anmelden, dann nehmen wir die Babys mit auf den Platz und dann. Ich schreibe einfach weiter. Und ich sage, Freunde, das war das letzte Mal, dass ich Standard mit 4 Vloggern gemacht habe. Das ist so viele Füße. Keiner hat gesagt, dass es angenehm wird. Ja. Also Leute, ich bin jetzt hier im Zelt. Oben ist mein Fliegenfänger. Der bringt jetzt nicht so viel. Aber hier habe ich meine Lampe. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen gegessen, gechillt. Hier ist komplettes Chaos. Ignoriert das mal, weil draußen regnet es wie Sau. Und meine eigentliche Kamera habe ich eigentlich jetzt im Motorrad vergessen. Deswegen filme ich das jetzt mit dem iPhone. Deswegen verzeiht mir den schlechten Ton. Ich habe mich jetzt hier eingebettet. Quasi habe ich mal meine Luftmatratze. 7,5 cm dick. Dann habe ich noch mal einen Schlafsack, der geht bis 4 Grad Komfort. Und ja, und mein Zelt halt, ne, was ich hier habe. Ziemlich cool, was ich hier drin habe. Aber auf jeden Fall, hier drin ist komplettes Chaos. Meine ganze Motorradausrüstung, könnt ihr mal sehen. Hier habe ich eine coole Lampe, wenn ihr die wollt. Die kann ich unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr wollt. Könnt ihr die auch kaufen, die hat verschiedene Wärmestufen. Ist auch ziemlich praktisch, ne? Also das ist jetzt 100%, das ist jetzt warmes Licht und das ist 150%. Und ja, da ist Notlicht, aber ich mache jetzt mal warmes Licht, weil es angenehm ist fürs Video. Da ist mein Helm, könnt ihr sehen.
Und ja, das ist mein Chaos halt. Ne? Normale Jeans, weil wir jetzt gerade noch draußen gechillt haben. Hier habe ich noch Wärmepads. Wenn es abends zu kalt wird, ne, habe ich hier so Wärmepads. Kann ich auch unten in die Videobeschreibung reinpacken. Die habe ich von Emre bekommen, vom Coast Rider. Shoutout geht raus. Flaschenkost pennt, glaube ich, schon. Maso ist jetzt genau hier. Halt deine Schnauze! Der sagt jetzt halt deine Schnauze. Aber ich bin gerade am Vloggen, deswegen alles gut. Ja, ich denke mal, das ist jetzt mein unprofessionellster Take, den ich jemals gemacht habe. Aber auf jeden Fall, verzeiht mir, Leute, da ist meine dreckige Socke. Verzeiht mir einfach. Das ist jetzt einfach so random aufgenommen. Ich wollte das euch einfach nur nochmal mitnehmen, weil es draußen ultra regnet. Ja. Hier ist Armageddon. Wir sind da wirklich dreieinhalb Stunden hierher gefahren im puren Regen. Und ja, und jetzt, keine Ahnung, jetzt wollten wir einfach nur essen, zwei Bier trinken, eine Jackie Cola. Jetzt schlafen wir alle und morgen geht's dann wirklich auf Tour. Richtig geil. Also Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen früh. Bis dann, haut rein. Ciao. So, hi Leute, wir sind jetzt hier morgens gerade am Kaffee trinken. Da ist die ganze Crew. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Da hinten ist die ganze Crew am Stissel. Wir haben es jetzt überlebt, die ganze Nacht hat es wirklich mega gepisst und die Motorräder sind alle nass und wieder sauber geworden, extra Wäsche war inklusive. Auf jeden Fall trinken wir jetzt erstmal unser Kaffee, dann bereden wir noch was und dann fahren wir irgendwo hin, keine Ahnung. Carsten Flaschenkost hat jetzt noch eine Tour für uns vorbereitet und die fahren wir dann später ab. Aber jetzt müssen wir erstmal die ganzen Sachen wieder einpacken, die Zelte trocknen lassen. Und ja, mal hoffen, dass wir dann im Endeffekt später, wenn wir wieder kommen, trockene Zelte haben, dass wir die wieder reinschmeißen können. Und dann würden wir uns dann langsam auf dem Heimweg machen. Ja, die hinter mir, die wollen mich gerade hops nehmen. Sag mal was? Was? Auf jeden Fall, das ist mein Zelt, Leute. Das ist Next Level Shit. Da ist jetzt mein Moped, könnt ihr das sehen. Das ist jetzt auch richtig geil. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen von meinem ganzen Camping-Equipment, wie ich das alles aufbereitet habe. Aber ihr könnt sehen, das Ding ist einfach nur nass. Ne? Es wird später ein Spaß. Die Sitze sind auch alle durchnässt. Maso hat jetzt schon seinen Sitz zum Trocknen hingelegt. Das ist so geil gewesen. Der hat jetzt einfach, ich glaube mir, der hat gestern, das ist so lustig, der hat gestern einfach seine Regenkombi rausgelegt, um die zu trocknen. Und dann lässt er die einfach über die Nacht, lässt er die einfach draußen. Guck mal, wie nass die ist. Einfach reingelaufen. Und der lässt es einfach immer noch so. Ja, was soll man machen? Ist halt so. Aber auf jeden Fall, das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Guckt es euch an. Richtig geil. So, hi Leute, wir sind jetzt hier auf einer Biker Ranch in der Eifel. Machen gerade hier Rast jetzt, essen was und dann überlegen wir, ob wir noch in die zur Sommerrodelbahn gehen. Ihr seht ja schon, hier sind trotz bescheidenen Wetters sind hier genug Biker unterwegs und ja, also wir essen jetzt erstmal die erste Mahlzeit vom Tag und ja. Jo Leute, wir sind jetzt auf der Himmelsleiter und auf dem Weg nach Hause, also das ist die perfekte Straße, um wieder ja, dieses wunderbare Treffen abzuschließen. Wir haben uns nicht nur getroffen, weil wir uns so cool finden, sondern wir haben jetzt was richtig Geiles geplant unter dem Namen Project Twin Camp und es wird nächstes Jahr stattfinden, ne, im September und zwar am 10. bis zum 12. September. Da wird was richtig Geiles von uns auf die Beine gestellt, von Maso, Flaschenkosten, Coast Rider. Auf jeden Fall wird es legendär, ja, also markiert euch dieses Datum auf jeden Fall und das wird mega fun. Ich bin jetzt noch mit Maso hier. Unsere Wege haben sich jetzt schon leider getrennt am Campingplatz, weil jeder schnell nach Hause will. Und ja, Maso ist jetzt noch hinter mir. Und wir fahren jetzt so lange, bis unsere Wege sich trennen. Der Maso wohnt ja bei mir um die Ecke. Von daher fahren wir ja eigentlich
die gleiche Strecke entlang. Und auf jeden Fall, Leute, wenn ihr bei Maso noch nicht vorbeigeguckt habt, dann schaut mal unbedingt rein, abonniert den Junge, der wird sich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr wirklich Bock auf Project Twin Camp habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis dahin, Leute, haut rein, ciao.